Wir stehen hier vor der Columbia-Halle in Berlin. Wir haben die große Ehre, mit Fettes Brot zu sprechen. Und worum es geht und worüber wir sprechen, seht ihr jetzt. Kommt mit! Ja, hi! Fettes Brot hier am Start. Moin! Hallo! Moin! Hallo! Willkommen bei den Blogrebellen. Und heute habe ich die große Ehre, drei Jungs der alten Deutschrap-Schule zu. Das klingt echt alt. Darf ich alt sagen? Der alten Schule? Ach, du. Oldschool klingt ja erstmal gar nicht so alt, sondern eher nach einer. Original. Genau. Ja, da sind wir nicht so. Kann man schon so sagen. Kann man schon sagen. Wenn man möchte. Gut, aber auf jeden Fall the real one. Ja. Ihr seid am Start, heute in Berlin und vorgestern in Leipzig, oder so? Ja. Ich stalk euch auf Instagram. Mhm. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, wer postet denn bei euch eigentlich? Wer ist denn da am Start? Ich mach das meistens. Du machst das selbst, ja? Also es ist jetzt nicht der Social Media Beauftragte. Nö, also, ja. Wir sind ja nicht alleine in unserer Firma, wir sind insgesamt sechs. Und dann ab und zu postet auch noch mal jemand anders was, also, aber jeder darf. Aber nur du machst. Meistens mache ich, ja. Jeder darf, es hat nicht jeder Lust dazu. Okay. Ja, das ist halt genau die Generation, ich meine, 95 seid ihr aufgeschlagen, da war ja Internet gerade mal sowas von unwichtig für Musiker. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als unser Management dann mit Johnny irgendwie um die Ecke kam, der in Berlin irgendwie gerade so eine internetaffine Firma aufgemacht hat, und der sagte so, wir wollen jetzt auch eine Internetseite haben und da soll es dann auch ein Gästebuch geben. Und daran kann ich mich noch erinnern. Welches Jahr ungefähr? 96 vielleicht. Echt? Da war die ja so richtig vorne dabei. Ich meine, guck mal. Vielleicht 97 oder so. HTTP, Doppelpunkt, Doppelsplash, fettes Brot. Das war halt alles sehr einfach. Ich war total überrascht, wie wirklich gut das Gästebuch funktioniert hat. Da gab es also halt echt jeden Tag tausende von Einträgen. Und was ich besonders gut damals fand, dass das sich auch sehr selbstregulierend war. Also wenn da Leute mal in irgendeiner Weise total über die Stränge geschlagen sind oder vielleicht etwas bescheuerte Sachen geschrieben haben, dann gab es halt auch immer wieder Leute, die darauf geantwortet haben und sich darauf bezogen haben. Es war eine richtige Gästebuch-Diskussionskultur, will ich nicht sagen, aber es gab einen Austausch, fand da statt. Die Gästebuch-Mafia. Ja, da waren Leute schon echt von so Anfang... So ein Club dann. Ja, genau, da waren echt Leute. Sind die noch am Start? Nee, ab und zu treffen wir mal jemanden von denen, der sagt dann, wisst ihr noch, Gästebuch-Mafia? Ja, genau. Geil. Damals konnte man sich noch benehmen, oder? Aber auch ein bisschen, wenn man kann sich auch heute noch benehmen, aber... Der Ton ist rauer. Ja, aber nicht überall wird sich benommen, das ist vielleicht richtig. Aber jetzt, glaube ich, da so ein allgemeingültiges Urteil zu sagen, früher war alles schöner benommen. Mir wird ja immer erzählt, auf Instagram ist der Ton am sweetesten, oder? Da lobt man sich eher. Ja. Stabil, sagen die Jungs. Sweet, sagen die Mädchen. Siehst gut aus heute. Ja, ja. Aber das ist doch, weil ihr alle auch wollen, dass sie selber nette Worte kriegen. Insofern, ich finde es ganz geil. Das ist amerikanisch. Yes. Ja, stimmt. Für die Verabredung, okay. Wenn du nichts Gutes sagen kannst, dann sag lieber nicht. Was für Verabredung? Die Verabredung, die man so unausgesprochen bei Instagram trifft, dass man gegenseitig nett zueinander ist und sich von seiner besten Seite präsentiert. Irgendwie. Ja, wenn du... Ist natürlich auch oberflächlich, aber es ist geiler, als sich gegenseitig den Tod an den Hals zu wünschen. Wir haben tatsächlich früher auch mit so anderen Publikationen gearbeitet in unserer Anfangsphase. Wir hatten einen unregelmäßig erscheinendes Fanmagazin, das hieß Forellentee. Das war ein Wortspiel mit Virtual Reality. Fanden wir lustig damals. Forellentee haben wir, so hieß auch unsere Radiosendung bei Fritz. Und es gab dann ab und zu mal so drei kopierte Zettel für Fans, die irgendwann dumm genug waren, ihre Adresse bei uns im Merchandising zu hinterlassen. Die haben dann tatsächlich Post zu ihren Eltern nach Hause bekommen. Du hast wieder Post von Fettes Brot bekommen. Und da standen dann irgendwie ein paar großgeschriebene, handschriftlich verfasste Texte drin von uns, ein paar Storys aus unseren wilden Exkursionen in der Popwelt und unsere aktuellen Top 5, wo wir so unsere Lieblingsmusik oder Lieblingsfilme hingeschrieben haben. Also es war sehr, wir waren sehr publikumsnah, damals schon. Das war aber auch so... Das war kurz. Damit haben wir angefangen. Ja.
bevor wir eine Internetseite hatten. Wir haben es auch noch ein bisschen länger durchgezogen und irgendwann haben wir dann so gefühlt, okay, es hat sich so ein bisschen ausgeschrieben, niemand schreibt mehr Briefe, hat das Projekt jetzt auch auf. Apropos stabil, ihr seid ja auch echt stabil dabei geblieben. Also seit 95 seid ihr durchschnittlich alle 3 Jahre veröffentlicht ihr ein Album. Habt auch, würde ich mal sagen, die Downzeit des Deutschraps auch einfach mal durchgestanden, gepostet sage ich jetzt, aber gedroppt auf jeden Fall. Ob wir da gepostet, hattet ihr da schon neue Instagram? Was war denn die Downzeit? Also ich habe mir sagen lassen, 2008 war so 2009er, die waren so ein bisschen für Deutschrap. Da hatten wir Bettina gerade als Hit. Also das war für uns. Für euch alles andere ist als seid Downside. Stabil. Ihr seid stabil. Ja. So, da haben wir einfach die Kollegen aus der Elektroschiene abgegriffen und mit Mozelektor was zusammen gemacht. Genau das. Ein genialer Move, so aus der heutigen Perspektive. Damals auch schon gut. War das damals schon so üblich, diese genreübergreifenden Geschichten zu machen? Ich meine, gut, Hip-Hop war ja schon immer so ein Mashup, aber so bewusst im deutschen Bereich zu sagen, wir... Für uns war das normal. Wir haben das ja schon von Anfang an gemacht. Wir haben, was weiß ich, 98 mit Tokotronic ein Album, einen Song gemacht, 99 mit James Lars, also es gibt einige Sachen und das war für uns immer normal, dass wir auch irgendwie so Experimente mit anderen Leuten gemacht haben. Wie üblich das in der Rap-Szene war, weiß ich jetzt gar nicht. Love Story ist jetzt euer aktuelles Album. Da habt ihr auch ein paar Songs, die jetzt eher so in die 70er-Schiene gehen, wie ich euch auch aus den 90er-Jahren wieder kenne, diese funky Geschichten. Und eins davon ist sehr EDM-mäßig. Du driftest nach rechts. Der ist schon sehr... hart, würde ich jetzt sagen. Also der ist jetzt zwar auch Dance, aber ich würde jetzt sagen, schon ein bisschen mehr Ansage auch. Ne? Wobei ich da finde, dass da eher so soulige Elemente auch eine Rolle spielen. Also klar, es gibt eine klare Dancefloor, Bass, Drum, Betonung, aber ich glaube, für mich sind da auch quasi Disco-Bezüge eher drin. Ne? Also jetzt sozusagen pre-EDM eher so. Also gerade so, wenn die Geigen losgehen in der zweiten Strophe, dann fühle ich mich tatsächlich eher im Studio 54 oder so und nehme ein paar Drogen, die ich noch nie probiert habe und drifte nach links. Ist es denn interessant, dass du jetzt uns auf die Musik bei dem Song ansprichst, weil uns natürlich eigentlich bei diesem Song die Leute immer irgendwie über die Message irgendwie oder auf die Message ansprechen. Und über die Musik haben wir bei dem Song noch nie geredet. Ja, warum nicht? Also, naja, weil das in erster Linie vielleicht, glaube ich, als sofort verstanden wird als Meinung zu oder als zeitgeistige Aussage zu unserer Gesellschaft irgendwie. Was ja auch im Vordergrund steht, was ja auch irgendwie ein guter Punkt ist, darüber zu reden. Über die Musik haben wir selten gesprochen. Was mir bei dem Song sofort irgendwie einfällt oder auffällt, ist, dass der halt einen Melodiepart hat, der halt so extrem fröhlich freundlich ist. Und dass das halt so ein bisschen in der... Für mich in der, im Gegensatz ist zu den eher härteren oder den eher tristeren Strophen, wo es um eine Trennung geht von einem Paar, die sich dann irgendwie trennen, weil sie sich politisch auseinandergelebt haben. Und für mich war das immer so ein bisschen so wie so eine, wie so in so einem Film irgendwie, in dem Moment, wo dieses der Melodiepart anfängt, ist es dem Typen oder der Frau dann irgendwie klar, so jetzt, ich muss mich von dir trennen, damit es mir besser geht. Und in dem Moment, wo die Entscheidung gefallen ist, ist es eine große Erleichterung und jetzt kann ich gehen irgendwie und nach vorne schauen. Und das ist dann irgendwie immer dieser Melodiepart für mich. So, das ist der Moment, wo die Entscheidung gefallen ist, ich muss weg. Ja, ich glaube, es gibt einfach so einen Punkt, um jetzt nochmal inhaltlich zu sprechen, an dem man merkt, es fängt jetzt an, einen selbst zu zersetzen und man muss quasi aus Selbsterhaltungstrieb einfach diese Beziehung beenden. Das muss ja auch nicht unbedingt eine Liebesbeziehung sein. Wir haben das tatsächlich auch beim Schreiben ein bisschen größer empfunden. Also so, dass man auch, was weiß ich, irgendwelche Verwandten, die man eigentlich routiniert immer wieder einlädt, obwohl sie ganz oft Unsinn erzählen am Kaffeetisch, dass man die dann halt auch einfach mal draußen lässt. Ich finde es interessant, weil ihr habt tatsächlich Familienmitglieder, wo ihr auch in solche Gespräche reinrutscht, wo ihr dann merkt, so ey, Moment mal. Ich bin jetzt froh, dass es zumindest bei mir und bei uns dreien oder meinem Bekanntenkreis jetzt nicht so ist, dass es wirklich ein Liebespaar gab, die sich so getrennt haben. Aber
die Frage, ey, der Onkel, wenn der 2 Bier getrunken hat oder 3 Bier getrunken hat, dann fängt er immer an, so Scheiße zu labern. Diese Situation kennt wirklich jeder. Und jeder wird bestimmt irgendwann mal vor so eine Entscheidung gestellt, sage ich jetzt was, lohnt es sich, was zu sagen, lohnt es sich jetzt seine Meinung zu verteidigen oder zu sagen, du redest und ab wann ist das, muss man das machen, wann kann man sich das sparen? Hast du Antworten? Ja, nee, außer dass man natürlich das von Fall zu Fall entscheiden muss. Und es gab auch Momente, wo ich aufgestanden bin und was gesagt habe, in der Bahn oder in der Familie oder sowas. Aber es gab auch schon Momente, wo ich gedacht habe, ach nee, es ist traurig und müßig, da jetzt irgendwie was zu sagen. Ich werde in diesem Moment die Welt nicht besser machen, wenn ich jetzt meinen Mund halte. Das ist eine bittere Erkenntnis. Und ich bin dann immer froh, wenn ich dann woanders... Nicht besser machen, wenn du was sagst. Wenn du was in dem Moment sagst. Ach so, meine ich. Ja, meine ich. Und habe dann meinen Mund gehalten, wenn ich Leute gehört habe, die Scheiße labern oder wirklich Unsinn reden. Und ich dann aber trotzdem sage, es ist niemandem damit geholfen, wenn ich jetzt was sage. Es ist eine bittere Erkenntnis. Ich bin dann immer froh, dass ich dann wieder irgendwie zu anderen Leuten komme, wo ich sage, ah, okay, hier fühle ich mich aufgehoben. Hier habe ich das Gefühl, hier gelten bestimmte Dinge, auf die wir uns alle einigen können, wie man miteinander umgeht. Zumal man sagen muss, ihr habt als Künstler eure Plattform genutzt, um einfach wirklich als Künstler diese Message zu kanalisieren. So. Ja, das ist das Schöne an unserem Beruf, dass man eben halt, wenn man dann frustriert ist darüber, ah verdammt, ich kann nicht alle Leute, die in der Bahn irgendwie frauenfeindliche Scheiße reden, irgendwie jetzt vom Gegenteil überzeugen, dass sie in einer besseren Gesellschaft leben würden, wenn sie nicht so sexistisch wären, dann bin ich froh, dass wir dann irgendwie, wo wir uns wohlfühlen, wo wir sagen, hier, wir sind einer Meinung, wir können das thematisieren und daraus dann schwule Mädchen oder Bettina oder sowas machen. Das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Oder du driftest nach rechts, was auch nicht allen gefallen hat. Also wir haben da ja relativ massiven Nazi-Aufmarsch unter unserem YouTube-Video ertragen müssen. Aber haben wir gerne gemacht in dem Falle. Also genau, da habt ihr ja was richtig gemacht eigentlich. Das hat ja die Richtigen getroffen. Ja, dass die da unsere Klickzahlen in die Höhe getrieben haben, freut mich natürlich auch sehr. Glaubt ihr, dass ihr da Leute hattet, die in eurem Fankreis waren, die sich vielleicht auch echauffiert haben? Ich glaube, das waren Schutzbehauptungen. Es haben einige behauptet, sie würden jetzt ihre CDs verbrennen wollen und derartige unschöne Bilder da gezeichnet. Ich vermute, die meisten haben entweder die CDs noch nie gehört, die sie angeblich besitzen, weil sonst wäre ihnen wahrscheinlich schon früher aufgefallen, dass wir keine Nazis sind. Oder sie behaupten das einfach nur, um sozusagen für uns, weil sie einfach uns gerne wehtun wollen. Und ja, das ist dann eher ein verzweifelter Versuch. Und im Zweifelsfall, mal ganz ehrlich, dann, wenn das wirklich so ist, dann kann ich auf die auch verzichten. Ist so. Ihr habt davon gesprochen, ihr seid eine Firma. Versteht ihr euch eigentlich auch so ein bisschen als Businessmaker, Musicians oder... Eigentlich nicht so sehr, finde ich. Also wir in erster Linie sehen uns, glaube ich, als Musiker und Freunde. Der Business-Part kam auch erst viel später. Also wir haben, glaube ich, 2004 haben wir unsere eigene Firma gegründet und da hatten wir von Business eigentlich überhaupt gar keine Ahnung. Da hat sich unser Manager mit einem Flipchart hingestellt und uns mal erklärt, wie das alles funktioniert. Und dann haben wir eine Firma gegründet. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir jetzt irgendwie am Schreibtisch sitzen und Abrechnungen machen. Das machen dann schon auch andere Leute, aber wir treffen uns einmal die Woche und besprechen, was so zu tun ist. Ob das würden wir aber auch machen, wenn wir irgendwie noch bei einer anderen Plattenfirma unter Vertrag wären und nicht unsere eigene Plattenfirma. Man fühlt sich natürlich für bestimmte Abläufe, gerade wenn man weiß, dass da gar nicht so viele Menschen dran beteiligt sind an solchen Entscheidungsprozessen, noch mehr verantwortlich als jetzt, wenn man als junge Band irgendwie sein Wohl in die Hände von erfahrenen Musikbusiness-Leuten legt und sagt so, hier ist unsere Musik, mach mal, dass das groß rauskommt. So. Aber auf eine Art waren wir eigentlich auch noch nie so. Wir sind relativ skeptisch quasi mit der ganzen Veröffentlichungsmaschinerie in Erstkontakt gegangen und haben dann mit André Luth von Yo Mama Records auch gleich jemanden sehr hintergründig und gleichzeitig fortschrittlich denkenden Menschen an der Seite gehabt und hatten so immer das Glück, dass wir quasi sehr selbstverwaltet arbeiten konnten, dass wir nicht irgendwie irgendwelche Single-Diskussionen mit A&Rs führen mussten, die uns, die unsere Musik nicht kapiert haben. Und insofern war das ein ganz logischer Schritt. Ich erinnere schon so ein paar
Erlebnisse, wo man merkt, okay, es ist noch ein bisschen mehr Verantwortung bei uns gelandet oder noch ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt, die man auch dann nutzen muss und nicht einfach nur aussitzen kann und sich einen Joint drehen, sondern man muss jetzt wirklich nochmal, okay, da müssen wir jetzt... Welche Bereiche sind es? Ist es so mit Verkauf oder wo? Ich dachte, wo da jetzt eher an so Personalentscheidungen, wo okay. Man merkt, so, okay, das knirscht hier gerade im Gebälk, man muss sich eventuell okay. Von einem Mitarbeiter trennen. Alles oder so. Klar, gut. Das fühlt sich dann schon so ein bisschen chefig an und man denkt so, oh, will ich das wirklich sein, aber ja. Als Künstler möchte man, Entschuldigung, als Künstler möchte man immer gemocht werden und dann ist man der Bad genau. Boy. Und es ist halt schöner zu sagen, unser ja. Manager hat gesagt, du musst gehen. Ja, okay, sorry. Ja. Ich glaube, wir sind im Grunde genommen, was das angeht, in vielen Bereichen auch einfach keine guten Geschäftsmänner. Und zwar nicht, weil wir keine Ahnung haben und da so naiv, dumm davor stehen, sondern weil wir ganz bewusst auf bestimmte Bereiche und Dinge irgendwie verzichten. Also ich glaube, wir haben insgesamt als Firma auch schon eine ganze Menge Koffergeld irgendwie einfach mal so stehen lassen, ganz absichtlich und sehr bewusst. Also es gibt bestimmte Entscheidungen, bestimmte Sachen, über die wir immer wieder neu reden müssen und die immer wieder neu verhandelbar sind und wo wir gucken, wie wir da so mit umgehen. Stichwort Werbung zum Beispiel. Als Beispiel, ne? Und da gibt es dann bestimmte Sachen, die wir gesagt haben, okay, wir müssen, okay, ach, diese Diskussion wieder, okay, und dann müssen wir sie wieder beim Bandmeeting irgendwie machen und am Ende kommt dann ein Weg dabei raus. Der ist auch nicht immer geradlinig, aber der ist immer so, dass wir uns irgendwie in dem Moment damit irgendwie wohlfühlen. Und das dauert halt. Ich sitze gerade noch im Interview. Ich dachte, er macht Witze. Und ich dachte, Quatsch, so, ne? Sagt so, ja, was? Ich unter 2.8 sofort abstoßen. Würdet ihr auch so einen Deal mit einem Discounter machen, um Tickets zu verkaufen? Ich glaube eher nicht, aber das ist ja ja und nein. Auf der einen Seite finde ich das, habe ich im ersten Moment auch gedacht, oh, das finde ich jetzt komisch, dass die das so durchziehen. Und weiß ich auch nicht, ob das so cool ist. Auf der anderen Seite finde ich das irgendwie einen ganz progressiven Move, wegzukommen von dem recht monopolistischen Ticketmarkt, dass man dann halt sagt, okay, wir können auch als Band, die Leute mögen, können wir andere Wege gehen und nutzen, unsere Tickets irgendwie zu verkaufen oder zu gucken, okay, wenn irgendwie das eine Geschäftsfeld irgendwie jetzt sich verlagert, dann müssen wir halt andere Wege gehen. Ein anderes Beispiel wäre jetzt, ich habe in letzter Zeit häufiger gesehen, dass Veranstalter von Hallen irgendwie dann plötzlich das Merchandising mit übernehmen wollen und dafür dann irgendwie Prozente haben wollen. Und mehrere Bands, die ich kenne und schätze, haben dann gesagt, so, nee, das machen wir nicht mit. Das ist irgendwie unser Merchandise, wir haben einen eigenen Merchandiser, wir haben einen Stand, wir brauchen jetzt dafür nicht noch extra Gebühren an den Veranstalter zu bezahlen. Wir regeln das selber. Das hat dann blödsten Falle dann dazu geführt, dass die Bands dann draußen vor der Halle ihre eigenen Shirts irgendwie verkauft haben. Haben wir auf dieser Tour im Übrigen auch gemacht. Also nicht in der Halle, sondern in einem Plattenladen woanders in der Stadt. Das finde ich dann irgendwie wiederum, natürlich wäre das mir lieber, irgendwie in der Halle unsere Shirts zu verkaufen. Das sind ja unsere Shirts und unser Konzert. Aber wenn das irgendwie nicht mehr geht, dann müssen wir halt irgendwie damit andere Wege umgehen. Und wenn irgendwie eine Firma irgendwie bestimmt, wie teuer Tickets sind oder sowas, dann kann man ja auch gucken, dass man andere Wege geht. Wir arbeiten da zum Beispiel mit Ticket Toaster zusammen über unsere Seite für das, ja. Für das Boot ticket.de. Und da kann man quasi die günstigsten oder die Preisempfehlung ja. Von uns direkt bezahlen und wird nicht an irgendwelche Drittanbieter weitergereicht, die teilweise ja horrende Summen dafür verlangen, wo, glaube ich, ganz oft einfach nicht das Bewusstsein da ist, dass es unterschiedliche Preise gibt, dass quasi jeder Anbieter auch einen anderen Preis aufruft. Ist das Geschäft härter geworden mit den Jahren? Wir sind härter geworden. Das auf jeden Fall. Nee, keine Ahnung, das hat sich einfach nur verändert. Also früher musstest du an anderen Türstehern vorbei, als du heute musst, aber es sind immer noch Türsteher. Also früher, was ich, wenn du dein Video nicht auf irgendeines der Musikkanäle irgendwie gepusht gekriegt hast, hattest du ein Problem. Heute musst du bei Spotify und anderen Streamingdiensten in die richtigen Listen kommen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es hat sich einfach nur verändert. Härter empfinde ich jetzt, weiß ich nicht. Es gibt mehr Kanäle und es ist ja, die Einstiegshürde ist eigentlich noch geringer als früher. Also man kann ja quasi, wenn man es ein bisschen geschickt anstellt und vielleicht zwei, drei begabte Freunde hat, die sich mit Technik auskennen und so, kann man ja quasi seine eigene Platte schon über seinen Instagram
Kanal machen ja auch einige. Machen, verteilen oder sich zumindest da so eine Fanbase aufbauen, dass man in dem Moment, wo man dann wirklich an den Markt rangeht mit einer klassischen Veröffentlichung, einfach schon so bekannt ist, dass es direkt auf einem sehr hohen Level losgeht. Das gab es damals sicher nicht. Da war dann vielleicht der Weg klassischer über eine Plattenfirma, die einem irgendwie einen dicken Deal angeboten hat, weil sie irgendwas an einem entdeckt zu haben glaubte, was es noch nicht gab oder was gerade trendete. Ich glaube nicht, es gibt Vor- und Nachteile, glaube ich. Wir sind da auf jeden Fall in keinster Weise jetzt irgendwie kulturpessimistisch unterwegs, weil wir natürlich auch selbst oft im Tourbus sitzen und uns darüber freuen, dass man Musik, die man früher hätte mitnehmen müssen und einen eigenen Koffer mit Schallplatten oder CDs einstecken, um die Musik unterwegs zu hören, kann man jetzt halt jederzeit, ich habe eine Idee, was ich euch unbedingt vorspielen will, und dann steckt man halt das Smartphone an den Lautsprecher oder, also es ist ja auch schön, diese Allgegenwart von verfügbarer Musik. Kommen wir mal zu eurem Song, diesen klassischen Mama-Song, den Hip-Hopper irgendwie auf der Platte immer drauf haben, aber bei euch ist es sehr, sehr lustig. Es ist nämlich nicht das junge Mädel, auf das ihr abfahrt, sondern es ist die Mama. Ja. Da habe ich so ein bisschen angefangen zu interpretieren, ob das dafür steht, dass ihr quasi diese junge Generation Instagram, die jungen Mädels, ist nicht die sind, die ihr quasi als Zielgruppe habt, sondern deren Mütter, die mit euch und eurer Mucke aufgewachsen sind und mit einem Band-T-Shirt sogar abends ins Bett gehen. Also ich glaube, es geht nicht so sehr um Zielgruppe, wem man jetzt was verkaufen möchte, sondern ich find, die ihr cool findet. Der Song hat, also ich finde auch junge Mädchen cool, damit habe ich gar kein Problem. Das spielt halt mit einigen Klischees, der Song. Also erstmal ist es vielleicht eine lustige Art und Weise, über das eigene Älterwerden irgendwie zu singen, so, dass man halt eher so im Alter von der Mutter ist und nicht im Alter von der Tochter. Und das ist ja jetzt auch gerade so ein Alter, wo das nur geht. Also in 10 Jahren könnte man diesen Song nicht mehr machen und vor 10 Jahren hätte man den Song nicht machen können. Dann halt dieses Klischee, dass man auf die jungen Hühner steht als Rap-Typ und so ein bisschen zu brechen und zu sagen, nee, ich finde die etwas ältere Frau mit vielleicht schon 1-2 grauen Haaren irgendwie viel interessanter, macht auch Spaß und es ist ja fast so eine klassische Verwechslungskomödie. Wir warten noch darauf, dass das auf unsere Theater anfasst. Das wird ein Feel-Good-Movie mit 90s Stars. Und ich würde gerne von Hugh Grant gespielt werden, geht das? Ja, natürlich. Und es ist ja auch so, dass Mütter und Töchter tatsächlich auf unsere Konzerte gehen. Also das kann man am Instagram sehr gut sehen, wenn die sich dann fotografieren und freuen. Und das ist ganz schön. Aber es mit nicht als Song gegen eine gewisse Generation von Frauen, jungen Frauen zu verstehen. Nein, nicht gegen, aber an sie vorbei. Also ihr guckt ja an sie vorbei und findet ja eigentlich die Mutti da hinten interessanter. Ich glaube, in erster Linie fanden wir es genial, dass wir einen Song über unser Alter machen können, ohne darüber zu reden, wie alt wir sind. Also es macht... Ne? Schon klar, ja. Und wie ist es denn, und diese Frage stelle ich jetzt nur für Peter, weil er es auch immer wieder sich das auch tatsächlich fragt. Das ist meine Joker-Frage. Aber er fragt sich das auch. Also so, wie ist es für euch, wenn ihr, wenn jemand oder ihr selbst, es ist 1996 anstimmt und plötzlich, ich glaube, eine ganze Generation in Deutschland diesen Song mitstimmt und weiter singt. Schön ist es natürlich. Ja, das ist schon geschenkt. Wahrscheinlich ist es ja so, dass das ein sehr seltenes Glück ist irgendwie, dass man sowas machen kann, ne? so einen Song zu machen, den dann alle Leute weitersingen. Oder wir freuen uns auch darüber, wenn Leute so instant Ohrwurm zum Mitnehmen und dann einfach nur schreiben, es ist 1996, ... Und das läuft von selbst. Ach, das ist auch irgendwie schön. Also es freut uns natürlich auch. Das gab aber keine. Aber uns geht es ja auch nicht anders. Also mit dem Song oder aber auch mit anderen Songs geht es uns ja auch so irgendwie sowas. Also wenn man mit irgendwie irgendwas anfängt, dass dann irgendwie wieder... Du wolltest ja bloß den Arm verteilen. Genau, dass dann so Erinnerungen zurückkommen an bestimmte Zeiten. Das geht ja für uns bei uns auch so. Es hat gerade jemand seine Doktorarbeit geschrieben und hat es geschafft, in den ersten, also
dass jeder Satzanfang mit einem Wort aus dem Jein-Text beginnt. Also wenn man das so runterliest, ist das der komplette Jein-Text. Ich frage mich, wie er das gemacht hat und das auch noch inhaltlich mit seiner Doktorarbeit. Aber es war auf Twitter sehr groß. Wow, ist völlig, hast du es gelesen, ja? Kennst du es? Das ist... Aber ich finde es, also um das ganz, ganz kurz, super. Also ich finde das total vermessen und bescheuert, wenn Bands ihre großen Hits nicht spielen. Das finde ich total Quatsch. Also mir macht das irgendwie Spaß, ich finde das gut. Klar. Wir sind natürlich auch ein bisschen verwöhnt, weil wir schon zwei, drei große Hits hatten. Klar, es wäre vielleicht was anderes also, bei. Das ist schon eigentlich das Allergeilste. Jein sind wir unter anderem deshalb auch so dankbar, weil er uns davon befreit hat, als norddeutsche Disco-Kapelle One-Hit-Wunder in die Annalen einzugehen, weil Nordisch war ein Jahr früher und wäre da nicht ein ähnlich erfolgreiches Lied nachgekommen, sogar einer, der noch einen draufgesetzt hat, dann hätte es halt schnell passieren können, dass man damit so reduziert wird auf dieses Image und so waren wir nicht nur blödelnde Disco-Rapper, sondern auch noch Cowboys, komische, schnurrbarttragende Mexikaner. Vielen Dank. Super Tour wünsche ich euch. Dankeschön. Ihr seid jetzt noch ein bisschen unterwegs. Gute Besserung. Danke. Guckt ihr die Show heute? Die Show? Wir sind gar nicht eingeladen. Wir stehen gar nicht auf der Liste. Ja, dann machen wir das jetzt natürlich. Von 20 seid ihr dabei. Die besten Preise kriegen wir hier. Schlechte Geschäftsmänner, ne?